Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum größten Süßigkeiten-Haul aller Zeiten hier beim Junkfood-Guru. 57 Euro habe ich heute im Stork-Werksverkauf gelassen und dafür habe ich einige Sachen bekommen. Ich glaube, hier könnte man wirklich zwei Schulklassen mit ernähren, was hier so drin ist. Das ist echt der Hammer. Aber die 57 Euro waren natürlich nicht nur für mich alleine, sondern auch für meine liebenswerten Arbeitskollegen. Und hier sind auch noch die Einkäufe von Christiane und von Steffen dabei. Also drei Köpfe, 57 Euro. Das verteilt sich ganz gut. Als erstes haben wir hier eine mysteriöse weiße Kiste. Ihr könnt ja mal kurz raten, was hier drin ist. Richtig, hier sind die berühmten Super Dickmanns Schaumküsse drin. Die haben so ungefähr 3 Euro, glaube ich, haben die gekostet. Zu den Preisen nachher im Detail. Ich packe euch einen Link ins Video rein. Ich habe auf Facebook mal ein Foto von meinem Kassenbon gemacht. Da könnt ihr nochmal genau im Detail reingucken. So, was sich richtig, richtig lohnt in diesem Stork-Werksverkauf, sind hier diese Mega-Beutel mit Süßigkeiten. 1,4 Kilo. Das sind so Mischtüten und die sind wirklich unterschiedlich gemischt. Da ist Schokolade mit dabei, Mamba mit dabei, die berühmten Nimm2 leckeren Kaugummis, also alles, was es so gibt von Stork. Hier hinten ist noch Merci, Toffifee gibt es auch da drin. Und die fand ich richtig geil, die gab es hier im Angebot für 7,50 Euro, also Mega-Schnäppchen, 1,4 Kilo Süßigkeiten für 7,50 Euro, finde ich mega geil. Soll ich die mal auspacken? Ja, ich pack die mal aus. Ihr wollt auch wissen, was es dafür gibt, ne? Das ist ja auch mal ganz spannend. Da haben wir einmal hier die leckeren Merci in der Nuss-Edition. Dann haben wir hier, oh, Merci Petit, die habe ich gar nicht gesehen, krass, wäre auch dabei. Oh, die Pralinen sind so lecker, am liebsten mag ich davon diese Milchcreme. Dann haben wir leckeres Lachgummi. Boah, oh Gott. Dann die Nimm2 Soft Brause, meine Güte. Dann haben wir nochmal Mamba, und zwar die Tropen Edition, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Ananas Kokos, oh Gott, was eine krasse Sorte auch dabei. Und nochmal die klassischen Merci. Und ich überlege gerade, meine Lieblingssorte ist von den klassischen Merci ist tatsächlich Kaffeesahne, mag ich am liebsten. Und dunkle Mousse, das sind meine Lieblings-Merci-Sorten. So, es geht weiter, denn für 57 Euro bekommt man natürlich einen richtigen Berg. Und das hier war aber so eines der Mega-Schnäppchen da, muss ich sagen. Das ist einfach so eine Tüte gefüllt mit leckeren Stork-Schokoladen. Und ihr seht hier auch eine bekannte Marke drin. Mosarot heißt sie. Naja, genau. Mosarot, die kennt ihr aus dem Aldi, die Schokolade. Die wird auch von Stork hergestellt, beziehungsweise in einem Storkwerk, und deswegen ist die auch drin. Ansonsten haben wir ganz viele Merci-Eier und das war... Wie viel Gramm sind das hier eigentlich, überlege ich gerade. Oh, es geht ganz schön hier ins... 1,5 Kilo Schokolade, sagte Steffen gerade, und das war ein Mega-Schnäppchenpreis. Die ist noch bis 1. August haltbar, also Mindest-MAD. Kommt ziemlich nah, deswegen, das waren so 2,50 Euro waren das, meine ich. Ja, 2,50 Euro, also unglaublicher Preis, 1,5 Kilo MHD-Ware. Das gibt es lecker im Büro. Wir werden die nächsten 2 Wochen in Schokolade untergehen. Mega. So, deswegen, das haben wir uns auch gleich zweimal gegönnt hier, die 1,5 Kilo. Ich weiß nicht gar nicht, wie viel Kilo Schokolade es überhaupt drin sind. Das müssten bestimmt 10 sein insgesamt. Da haben wir gleich zweimal zugegriffen. Ostereier kann man auch im Sommer essen, finde ich. Vor allen Dingen zu dem Preis. Dann haben wir noch leckere 15 Knoppers. Und da muss ich gleich ein bisschen weinen. Nein, nicht weil die teuer waren. Die waren auch ein super Schnäppchen. Sondern weil ich war ja eigentlich wegen dem Knoppersriegel da. In dem Stork-Werksverkauf in Halle. Aber diesen Knoppers-Nussriegel, der gerade so durchs Internet geistert, den gibt es tatsächlich nur in Oberhausen, in einem Stork-Laden, Stork-Shop. Wenn ihr in Oberhausen wohnt und ihr könnt das Ding besorgen, schreibt mich mal kurz auf Instagram an oder auf Facebook. Instagram JunkfoodGuru78, Facebook JunkfoodGuru. Ich biete demjenigen, dem er das zuschicken kann, jetzt bald, diese Woche, biete ich 10 Euro, wirklich. Das ist mir wert. Wenn ihr mir diesen Knusperriegel besorgen könnt von Knoppers, Nussriegel, biete ich 10 Euro, weil ich möchte einfach der Erste sein. Wir sind heute schon extra 60 Kilometer bis zum Werksverkauf nach Halle gefahren. Ist auch schon bekloppt. Deswegen haben wir auch so viel eingekauft. Hier nochmal die Nussschokolade in dreifacher Ausführung vom Steffen. Ich habe ja mal Angst, dass ich mir bei Nüssen meine ganzen Zahnfüllungen ausbeiße. Aber hier nochmal lecker Nuss von der Marke Burg Braun. Interessant, aber auch von Stork natürlich. Dann... Merci, meine Sommerschokolade lieb ich total. Weiße Schokolade Kokos, die ist richtig geil. Die habe ich mir auch noch gegönnt, da kenne ich sogar noch den Preis. Das war da ein Schnäppchen, 1,09 Euro. Bekommt ihr aber auch manchmal im Supermarkt zu diesem Preis im Angebot.
Dann haben wir noch Mamba, das leckere Kaubonbon. Man fragt sich ja immer Team Mamba oder Team Mauer. Ich finde Mamba ganz geil, weil es nicht so hart ist wie Mauer. Mamba ist immer so ein bisschen weicher, schmeckt aber auch richtig geil. Also ich mag ja auch Fritz, so vom Kaubonbon-Style her. Mamba geht immer. Und was haben wir noch in der Tüte? Was ganz Süßes? Nee, oh Gott, wir haben hier, oh je, nee. Wem gehören Steffen, Christiane, waren das deine Schaumküsse? Die sind so ein bisschen angedetscht. Ja. Oh Gott, Christiane, sorry. Ja, kein Problem. Die haben es hoffentlich überlegt, die leckeren, süßen Schokostreusche von Dickmanns. Ich werde sie auch nicht weiter schütteln. Ich lege sie jetzt vorsichtig zur Seite. Dann, boah, das haben wir auch entdeckt. Merci Konfekt habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Merci auch Konfekt macht. Konfekt ist ja diese Schokolade, die man aus dem Kühlschrank isst, im Sommer so erfrischenderweise. Gibt es hier in drei Sorten. Tiramisu hat mich gereizt. Dann habe ich gesehen, dass da auch noch Malaga und Orange dabei ist. Klingt sehr exotisch. Ich bin gespannt, wie die schmecken hier. 650 Gramm und ich glaube, ich habe da so circa 3 Euro für bezahlt. Aber musste ich haben, weil kannte ich nicht, musste ich kaufen. So, dann haben wir noch die guten Werthers Echte, die sich jetzt Werthers Original nennen. Die mag ich auch total gerne. Wow, und hier rutscht es alles schon zu der Zeit. Ich muss auf den Boden einfach jetzt stapeln. Dann geht es weiter mit Toffifee. Ja, ich glaube, wir haben einmal das komplette Stork-Sortiment durchgekauft. Toffifee haben wir uns auch gegönnt. Und eine ganz, ganz große Überraschung. Das ist aus England eine Spezialität. Diese Bendix Mint Collection, die gibt es wirklich in England. Ich habe die mal in England gekauft. Ist auch von Stork. Der Hammer, oder? Und die schmecken. Das sind so Minztaler mit Zartbitterschokolade. Kann ich empfehlen, schmecken sehr, sehr lecker. Schön minzig. Weiter geht's mit dem klassischen Lachgummi. Können wir auch nicht nein zu sagen. Und nochmal Lachgummi. Und was haben wir noch? Und natürlich auch Nimm 2. Mensch, wir haben echt komplett das ganze Sortiment einmal durchgekauft. Abgefahren. So, dann haben wir hier noch eine wunderschöne Messi Edition. Das sind aber auch die normalen Messi, aber noch ein bisschen schöner. Die Verpackung ist echt süß, oder? Das Herzchen, Wahnsinn. Super, super schön. Dann habe ich mir Werthers Original gegönnt. Das ist so Karamell mit einer Eclair-Füllung, also mit Schokolade. Da bin ich auch echt ganz gespannt, wie die schmecken. Kannte ich auch noch nicht. Und 500 Gramm feinstes Lachgummi in der wilden Mischung in der Storktüte. So ganz ungelabelt, fand ich super spannend. War auch ein Schnäppchen, war auf jeden Fall irgendwas unter 2 Euro, meine ich, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann haben wir nochmal dieses Mega-Schnäppchen von eben zum dritten, das kennt ihr ja schon, mit den leckeren Ostereiern. Und was habe ich hier noch drin? Ach ja, ganz nett, die Lollis gab es, meinen wir zumindest, nein, die gab es wirklich, die gab es draußen, wurden draußen verschenkt. Nimm 2 Lollis, ganz, ganz lecker. Und eine große Überraschung, wusstet ihr, dass Toffifee einen Teddy hat? Den hat sich jeder von uns einmal gegönnt, die Toffifee Teddys. Und mit den Teddys verabschiede ich mich jetzt auch aus dem spannenden Haul. Wie gesagt, denkt dran, falls ihr das Knoppers bekommt, schreibt mir doch mal kurz eine PN per Instagram oder Facebook. Halt! 2 Tafeln habe ich noch. Messi, natürlich nochmal Himbeer und Kokos. Und ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Denkt dran, also PN. Knoppers Knüpperriegel, Kanal abonnieren hier oben, das wäre ganz toll. Und kommentieren, Daumen nach oben, weiterempfehlen, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.